Also auf der Karte sieht das schon interessant aus, was du da tust. Du musst ja auch nur einen Reifen da reinkriegen. Es ist. Ja, das Problem ist, ich bin in der ersten gelben Zone, ich muss noch in die zweite. Das ist nämlich die, hier kriegst du die Aufgabe. Und ich hupe dabei die ganze Zeit. Also die armen Zuschauer halten sich jetzt wahrscheinlich hoffentlich alle die Ohren zu. Hallöche, oder schlafen Blackie. Alle schon. Danke dir für den Clip, super. Hi, Blackie. Entladen. Ja. Jetzt ist aus... Einfach alle Steine vor und hinter mir weg. Ja, schön. Das ist so plopp. Hup, welche Steine? Oh, ja, das ist auch eine schöne Aufgabe. Ich würde tatsächlich jetzt mal hier langfahren, so weit wie ich komme. Und mal gucken, was mich hier noch erwartet. Du wolltest ja mittig in den See und ich fahre direkt in dieses große schwarze Ding rein. Das klingt falsch. Aber es ist so. Dazu muss ich aber zuerst wenden in 57 Zügen. Ach ja, und die Dinger sind alle auch da drüben. Es passt alles super. Dann verfolgen wir mal die Dings. Dort müssen wir eh hier irgendwo hoch. Ich glaube, du hast bisher einen wunderschönen Abend gehabt, Mr. Dunkel. Ja, das hoffe ich auch. Wir müssten vorhin die Ohren geklingelt haben, so oft wie ich dich erwähnt habe. Ja. Nur im Guten. Und das stimmt sogar. Weil wir haben nochmal über den letzten Freitag gesprochen und dass es ziemlich spaßig war, zuzuschauen. Weil ich komme gar nicht an dem Tank. Ich habe euch gefeiert. Mit Tränen in den Augen konnte ich dein dezentes Abspritzen mit dem Feuerlöscher oder Sahnewerfer, es ist ja eine Küche, man weiß es nicht. Ich habe es sehr, sehr, sehr gefeiert. Ah, hier ist ein Fähnchen, was ich anfahre. Ja, das ist Folgen des Hurricanes gewesen. Okay. Wenn ich einmal hier bin, gibt es davon mehr? Ja. Mach dir die Dings an, das sind noch 2, 4, 5 Stück. Ich guck gerade. Dann. So, die Kreuzung. Würde ich mal schauen, dass ich. Ich fahre aber nicht in die Richtung, okay. Ne. Nicht meine Richtung. Okay. Dann fahre ich's an. Weil ich will vorne erstmal. Na, gut, da vorne sind nochmal welche, aber ich will's halt erstmal zum Erkunden nutzen, jetzt hier die Tour. Nur noch in der Hoffnung, vielleicht eine Aufgabe zu finden. Wasser oder ist das Eis? Ist das Wasser oder ist das Eis? Ich muss die Klappe biegen, das ist Wasser. Hup! Er ist nicht mehr so kopflastig. Der Container weg ist echt eine. Man merkt den Unterschied. Auf einmal hat man weniger Fracht drauf und schon wird der LKW leichter. Ich verstehe nicht warum. Ja, das ist so ein bisschen Hexerei. Ja. Da ist wohl Zauberwerk, Zauberei am Werk. Muss ich jetzt erstmal erlauben. Er hat Abspritzen geschrieben und der Stream hat sofort gesagt, das ist ein böses Wort. Ja, hast du wunderbar gemacht. Also es war wirklich ein wunderbares Abspritzen. Es war ein kleines Kunstwerk, diese Folge. Ja, und Godes hat auch schon die Stelle rausgesucht, wo es ungefähr passiert. Das heißt, ich werde da dann später einen Clip draus basteln. Also später, morgen, hoffentlich. Ich könnte jetzt nach links oder nach rechts fahren. Rechts haben wir weitestgehend erkundet. Deswegen würde ich jetzt nach links runter aufs Eis fahren. Ja, da in der Mitte haben wir auf jeden Fall auch nochmal ein paar Erkundungspunkte. Versuch's einfach mal. Also ein paar Punkte, die abzufahren sind. Gott. Also Eis, ja. Wir gucken uns das mal. Die Vorhersage für morgen ist da in der Mitte zum Beispiel ein Punkt. Okay. Na, ich muss mal gucken, über welches Eis ich hier fahren kann. Bei der Gelegenheit, mach dir doch mal die Alles für Piktogramm an.
Da sind nämlich viele Punkte in der Mitte, da wo du da gerade hinfährst. Da Bitte, was soll ich machen? die Aufgabe, alles für Piktogramm. Und wenn du Okay. geradeaus weiterkommst, kommst du zu einem Stück, wo du drüber fahren könntest. Ah ja. Ja. Und in der Mitte der Insel ist halt noch ein Punkt für die Wetterdaten. Ja. Ah, da fährst du wahrscheinlich nicht. Ich versuche jetzt erstmal zur Vermessungszone 1 zu kommen. Ja. Also da drüber fahren und dann Vermessungszone 1. Das klingt, als macht Sinn. Jo. Das klingt auf jeden Fall danach. Ich komme mit dem Waldmeister nicht Geil, du durch. fährst über dieses Ding drüber und kommst kaum rüber und auf der anderen Seite knack, knack, knack. Da hast du direkt Spaß. Das ist Mobbing. Und hier definitiv beste Gutes. Das ist schön. Auf meinem Kanal wird beste Gutes geschrieben, daraufhin reagiert der Bot. Auf deinem Kanal wird das Hackkommando ausgeführt. Ja. Das ist ganz eigenartig hier. Das nennt sich Interaktivität. Frage, ich mal Chatty einrichten, dass man sieht, was mit den anderen los ist. So, dann fahre ich gleich noch zu Vermessungspunkt 2. Und hier oben ist noch mal wie eine kleine Stadt. Das ist nämlich eine Kirche oder sowas bei Vermessungszone 7. Ja, stimmt. Da oben gibt es auch, wie gesagt, glaube ich, auch noch einen Wetterpunkt. Also noch ein zweites Ding. Aber wenn du da außen rumfährst, dann kannst du ja alle Verbesserungspunkte quasi einmal mitnehmen. Oder soweit es geht halt. Jetzt kann Ja, du ahnst natürlich, dass das hier Top-Straßen sind, ne? ja, wie im gesamten Gebiet. Ich meine, die ganze Insel ist eigentlich so ein Gebiet, wo ich sage, Top-Straße. da würde ich jederzeit mit meinem Spart lang fahren. So wahr ich einen Spart fahre. Ich hätte jetzt gesagt, Verkäufer-Ehrenwort, aber es kommt das Gleiche. Genau, doppelt hält besser. Jetzt vielleicht nochmal. Wo es jetzt hier Also, die habe ich weitergeht. hier schon aktiv. Aber ich muss da Na mal gut, ich geradeaus. könnte einfach weiterfahren und hoffen. Ja, das tue ich jetzt gerade Prinzip auch. Hoffnung. Das Prinzip Hoffnung. Ab in den Schlamm und hoffen, dass es weitergeht. Und dann die Winde auspacken und weiterfahren. Ja, wenn du hier die Steine siehst, vor allem hier gibt es auch keine sichtbaren Wendepunkte. Also wenn du hier hängen bleibst, dann schöne Zeit. Glaube ich dir sofort. Da arbeite ich dann sehr intensiv dran. Ach so, da ist wieder so eine Eisplatte, die ich durch den Schlamm schiebe. Ich glaube, SnowRunner haben sie auch nur entwickelt, nachdem sie festgestellt haben, mit MudRunner können sie so viele Leute schön quälen. Da geht noch mehr. Richtig, da geht noch was.
die Leute sind noch zu glücklich, nachdem sie das Spiel gespielt haben. Sag mal, war hier jetzt schon mal Tag? Ja, kurzzeitig. Das war sicherlich Systemfehler. Ich glaube, als du mich ins Wasser geschubst hast, da war noch Tag. Achso. Ich habe dich ins Wasser geschubst? Ja, so. Ja. Das, ich umarme. Das ist gut. Schön. Hier gibt es eine Straße hoch zur Vermessungszone 7. Und zwar von Vermessungszone, was ist denn das? 3 oder so. 3. Okay. Na gut, dann fahren wir erstmal zur 3 und dann gucken wir uns diese wunderbare Straße an. Mhm. Nur zur Erinnerung, ich fahre hier gerade auch auf der Straße. Ich bin froh, dass ich keinen Gramm Fracht dabei habe und sogar meine Ladefläche würde ich gerne wieder wegwerfen und liegen lassen. Um leichter zu werden und besser hochzukommen. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich versuchen würde, hochzufahren. Videobeweis. Ah! Kann man alles faken. Alles Fake News. Ne, wir fahren unten weiter und wir gucken, ob wir hier diese große Piste finden. Alles Fake News. Und wenn ihr das weiter behauptet, dann gründe ich mein eigenes Twitch. Und das nennst du dann twitch.ai? Ja. Unser Maskottchen wird ein Trampeltier sein. Warum ist deine Stelle vereist? Ich mag das nicht. Ist da vorne am Horizont ein Dinosaurier oder eine kaputte Brücke? Ein Dinosaurier, der eine Brücke hält? Das kann auch. Oder eine ausgestorbene Brücke? Eine ausgestorbene Brücke, das finde ich eine sehr schöne Antwort. Die hat gewonnen. Wir fahren da mal hin, weil wir müssen zur Verwässerungszone 5. Oder ich fahre hier irgendwie hoch. Warte mal, wenn das geht. Wir probieren das mal. Alter. Was für eine Strecke. Zum Glück sind meine Wild Westerns mittlerweile so robust, was den Motor angeht. Die sind das schon so gewohnt. Nee, aber hier mit dem Bock, den ich fahre, kann ich nur empfehlen, also. Ja, ich habe nur keine Lust, den jetzt gerade herzufahren. Twitch.79er, genau. Twitch.79, wir brauchen nur noch die Top-Level-Domain 79. Oder gibt es eine Top-Level-Domain IG oder ZIG? Nee. Gibt doch leider keine L. Also das, was ich, was mich interessiert hätte, gibt's alles nicht. Ah, verdammt. Zu meinem Nachnamen passt oder so. Also L.LE hinten oder so. Ist alles nicht so einfach. Verdammt. Aber gut, ich habe mit meinem Nachnamen die DE-Domain, die COM-Domain, die EU-Domain. Also das. Es hassen mich irgendwie alle, die so heißen. Aber gut, ich habe mir die schon zu Zeiten gesichert. Da war das Internet noch Neuland, also gestern. Gestern, genau. Wuhu, geradeaus. Energie. Aber ich hatte jetzt ein Spiel, da ging 79er tatsächlich nicht. Da habe ich dann die Ziffer 9, dann und, dann die 7-0 und dann ER. Kreativ muss man sein. Dann passt's. Ja, irgendwie musst du ja dann eine Lösung finden, ne? Ja. Hier ist irgendwas, was ist das? Ach, Verwaltung. Hier gibt's Holzplanken, wo ich jetzt bin. Okay. Okay, da komme ich nicht hoch, sondern nur runter. Na toll. Das ist ein geheimes Spiel, das darf ich nicht verraten. Das war Tetris. So, dann fahre ich jetzt. Genau. Keine Ahnung. Geheim-Tetris.
Okay, das, wo ich hier gerade fahre, ist nur zur Information, das ist die Straße. Die große, dicke Hauptstraße. Also das, wo ich jetzt hier fahre, ist der gefrorene Fluss und bis auf diesen Wasserfall da sah das ganz gut aus. Ach du Kacke. Ich bin gewillt, es zu versuchen. Ja, ich versuch's. Joy Jenkins. Na gut, das war jetzt weniger spektakulär, als ich es erwartet habe, aber es hat funktioniert. Also mir fehlt noch Vermessungszone 5, 6 und 7. Zu einem bin ich noch unterwegs. Ja, ich prüfe gerade auch die ganze Dinge Folge des Hurricanes. Ach ja, ich kann seit heute auch wieder neue Twitcher melden. Also hat es eine Woche gedauert, die Nummer zu ändern. Wow. Twitch ist echt schnell. Wieso? Wer konnte sich dann nicht anmelden? Blacky konnte sich bei Twitch nicht anmelden, weil er seine Handynummer geändert hat für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Twitch hat nur eine Woche gebraucht, um das Ganze zu machen. Nur ist doch Premium-Service, würde ich sagen. Gut, ich meine, ich verstehe, dass Twitch bei Nicht-Partnern nicht gerade schnell sein will, muss, tut, weil es sind ja nur kleine Streamer. Davon gibt es zuhauf und überhaupt. Aber es ist trotzdem ätzend. Das ist artig. Und letztendlich, dadurch, dass die Sachen länger liegen bleiben, gehen sie ja nicht schneller verarbeitet, sondern sie liegen halt nur länger rum. Die Arbeitszeit, die sie rein investieren als Anbieter, ist genau die gleiche. Ja. Das Problem ist halt nur, wenn du zu wenig Manpower hast, dann bleibt halt sowas liegen. Ich vermute mal, die nutzen ihre Manpower lieber für andere Dinge. Was ich auch verstehen kann, weil du musst Sachen priorisieren, aber eine Woche ist trotzdem doof. Ja, aber wie gesagt, was bringt dir diese Priorisierung? Die Aufwandszeit ist die gleiche. Es bringt dir einfach das, dass in dem Moment, wo der Partner was sagt, das der dir mehr Geld bringt, dass du da einfach schneller bist. Und du kannst halt sagen, aber okay, schiebst es nur auf, klar. Der Fall muss ja trotzdem geschlossen und erledigt werden. Genau. Du kannst es halt in den Nebenzeiten oder so erledigen. Ja. Aber eine Woche ist jetzt ja keine Nebenzeit, das ist ja dann, das ist schlechte Orga oder schlichtweg kein Interesse am, ja, Kunde ist es ja in dem Moment nicht. Im Gegenteil. So. Am Partner darf man ja in dem Moment nicht sagen, aber am Geschäftspartner. Ja, Geschäftspartner ist schon richtig. Wobei, Kunde ist eigentlich auch richtig. Weil dadurch, dass wir Twitch-Plattformen nutzen, sind wir eigentlich auch Kunden. Und ja, auch Geschäftspartner. So, ja gut, Geschäftspartner in dem Moment, wo wir Affiliate sind. Ja. Naja. Immerhin haben sie es gerade gekriegt. Das ist schon mal ganz gut. Mhm. Eine Eispiste nach oben. Es gibt gleich eine Erweiterung. Ach, ich habe diesmal Schläge dabei. Glück gehabt. Upgrades. Oder wird die Karte einfach nur größer? Nee, Upgrade. Wenn die Karte größer wird, dann fahr einfach mit geschlossenen Augen vorbei. Upgrade Standort entdeckt. Und da ist es. Was gibt's denn Schönes? Eine aktive Federung. Ja. Ermöglicht die manuelle Anpassung der Bodenfreiheit. Und eine Erhöhung für den Warthog. Genau, das ist sie. Die kannst du aber manuell einstellen. Ja, ich habe gerade auch eins gefunden, das von daher. Ach so. Ich habe gerade die Erhöhung für den Warthog geholt und du hast die aktive Federung für den Warthog. Ja, wunderbar. Ah, hier oben ist ein Tanklaster. Das ist ja super. Ich meine, hier ist genau die Stelle, wo ich einen Tankanhänger erwarten würde. Auf der Wiese, die man hier eindeutig sieht.
Wahrscheinlich steht der, weil hier oben andauernd so viele Leute zum Grillen hochfahren. Kann ich mir schon vorstellen, wie die Leute hier grillen. Mit 35 Heizpilzen.